Liebe Freunde des Zen, ich möchte einmal eine Geschichte erzählen aus meiner Jugendzeit. Und zwar bin ich im Jahr 1976 mit drei Freunden im Auto nach Skandinavien gefahren. Es war eine sehr lange und intensive Urlaubsreise, die wir gemacht haben. Wir sind unendlich viel Auto gefahren. Durch Norwegen, durch Schweden, durch Finnland. Ich glaube, wir waren 4 oder 5 Wochen unterwegs. Und ich erinnere mich gerne daran. Dann sind wir zurückgekommen nach 4, 5 Wochen und unendlich vielen Erlebnissen und Gesprächen und Spaß, den wir hatten miteinander. Und haben uns dann im weiteren Verlauf unseres Lebens nicht ganz aus den Augen verloren, aber der Kontakt hat nachgelassen, sagen wir mal so. Und neulich, das heißt vor ungefähr einem Monat, musste ich in die Stadt fahren, in der wir damals gelebt haben. Das ist eine Kleinstadt im westlichen Münsterland, die heißt Ahaus. Es ist etwas berühmt-berüchtigt geworden durch ein atomares Zwischenlager, was dort gebaut worden ist und heute noch dort existiert. Also vor einem Monat bin ich dann nach Aarhus gefahren, um dort etwas zu erledigen. Meine Schwiegermutter lebt noch dort. Und weil ich Zeit hatte und weil es ein schöner Tag war, da dachte ich, besuch doch mal diese drei Freunde, mit denen du damals diese Reise gemacht hast. Ich bin zu einem Blumengeschäft gefahren, habe an der Kapelle geparkt, bin durch dieses eiserne Tor gegangen und habe nach den Gräbern gesucht. Das Grab von Reinhold liegt etwas versteckt. Da tat ich mich ein bisschen schwer, es zu finden. Die Gräber von Bernd und von Paul liegen ziemlich nah am Eingang. Die beiden sind kurz nacheinander verstorben. Ich habe auf den Gräbern meine Blumen abgelegt, habe meine Schwiegermutter besucht und bin dann nach Hause gefahren, nach Münster zurück, mit dem Auto. Und während der Autofahrt dachte ich, diese Reise, die wir damals gemacht haben, die existiert nur noch in meinem Kopf, nur noch in meiner Erinnerung. Es gibt niemanden mehr, mit dem ich darüber sprechen kann. Es gibt niemanden mehr, der sich daran noch erinnert. Oben in der Finnmark, ganz im Norden des Kontinents Europa, da haben wir einmal angehalten und dort war ein Stand von den Einheimischen, den Lappen. Und die verkauften dort Dinge, die sie selbst hergestellt haben. Taschen, Gürtel, Handschuhe. Man konnte dort Geweihe kaufen von Rentieren. Und dort habe ich diesen Brieföffner gekauft. Und das ist der einzige Gegenstand, der noch an diese Reise erinnert. Wir haben keine Fotos gemacht. Es hat niemand ein Tagebuch geschrieben. Und es gab auch keine Begegnungen mit Einheimischen, die noch irgendjemandem in Erinnerung sein könnten, weil wir ständig auf Tour waren. Also existiert diese Reise nur noch in den Neuronen in meinem Kopf. Und dies ist der einzige Gegenstand, der noch an die Reise erinnert. Wenn mich einmal Gedächtnisverlust ereilt,
oder wenn ich selber gestorben bin, dann gibt es überhaupt niemanden mehr, der sich an diese Reise erinnern kann. Und dann stellt sich die Frage, ob die Reise überhaupt stattgefunden hat. Hat eine Reise stattgefunden, die keine Spuren hinterlassen hat? Es ist wie ein Fisch im Wasser, hinterlässt keine Spur. Wir sprechen ja im Zen von der Leerheit. Wir rezitieren das Herzsutra und da heißt es, Form ist nichts anderes als Leerheit und Leerheit ist nichts anderes als Form. Auch so eine schöne, eindrucksvolle Urlaubsreise ist eine Form. Form ist nichts anderes als Leerheit. Es gibt nichts, was ewig dauert, was sich immer gleich bleibt. Es ist alles abhängig von etwas anderem. So wie die Existenz dieser Reise abhängig ist von den Erinnerungen in irgendwelchen Neuronen, in irgendwelchen Köpfen. Aber es geht noch weiter. Form ist nichts anderes als Leerheit. Was ist dann Leerheit? Und der zweite Satz lautet, Leerheit ist nichts anderes als Form. Und das heißt, das hier ist Leerheit. Und das hier ist Leerheit.